Hallo YouTube, hier ist er wieder, der Sven, euer Küchenmagier. Und letztes Mal wollte ich ja ein Video machen zu den essbaren Blüten. Hab im Endeffekt nur den Holunder gefunden, leider. Aber mit diesem Holunder möchte ich auch diesmal mein Video wieder anfangen. Und ich denke mal, heute habe ich eine bessere Stelle gefunden, wo mehrere essbare Blüten sind und auch Blüten zum Dekorieren. Ja, dann schauen wir mal, ob das Video diesmal was besser wird. Und ich denke doch schon. Bis später. Und weiter geht es mit der Kapuzinerkresse, mit den Blüten, die leicht scharf schmecken, auch schön zum Dekorieren geeignet sind. Schauen, was wir weiterfinden. Ja, und weiter geht's mit dem Gürch des Gärtners Freund. Und da blüht er. Ja, und hier geht's weiter mit drei, die ich euch jetzt gleich zeigen wollte auf dem Feld. Im Hintergrund sehen wir noch ein Kartoffelfeld am Blühen. Aber hier haben wir unter anderem den Klee, die echte Kamille und den Klatschmohn. Und mit dem Klee möchte ich beginnen. Der ist hier. Sehr, sehr lecker. Eignet sich auch zum Dekorieren von Salaten, Quark oder zum Beispiel. Und da ist auch gerade jemand fleißig bei der Arbeit. Ja, und weiter mit der echten Kamille. Die wäre denn hier. Ihr kennt das alle, Kamillenkompressen, Kamillentee und etliche Sachen, die man damit machen kann. Und an dem Klee haben wir noch ein Marienkäferchen, den ich jetzt da gerade mitgesehe. Und jetzt kommen wir zum dritten. Das wäre dann der Klatschmohn. Den hätten wir hier. Das dazu. Mal schauen, was ich noch entdecke. Ja, ich hatte ja auch gerade eben noch das blühende Kartoffelfeld erwähnt, hier mal aus der Nähe. Blüten isst man natürlich nicht, aber ich dachte mir, es passt ganz gut jetzt in das Video. Natürlich isst man dann eher die Knolle, die wir hier sehen. Aber zu meiner großen Freude habe ich Schafgarbe entdeckt an diesem Kartoffelfeld. Okay, dann geht's gleich weiter. Wer zeigt sich da? Die Taubnessel, die Blüten. Sehr lecker und genauso auch zum Dekorieren geeignet. Hier haben wir noch welche. Kleiner Überraschungsgast. Ja, und mein Video zu den essbaren Blüten möchte ich mit Beeren beenden. Und zwar mit den ersten reif werdenden Johannisbeeren. Da haben wir sie. Die werden jetzt langsam reif. Genau. Ja, das soll es zu dem Video gewesen sein. Wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen und bis bald, euer Küchenmagier.